Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen John Deere der 6er Serie hier vorstellen. Der kostet jetzt, so wie er jetzt da steht, hier 154.500 Euro und 7.879 Leasing. Ja, wir haben jetzt hier den 6175 mit 223 PS, entsprechend 164 kW und eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, 20 Liter AdBlue und 339 Liter Dieseltank. Wir haben jetzt, so wie wir jetzt da steht, hier vorne also mit einer Kupplung. Dann können wir uns den hier mit, also Grundgewicht 360 Kilo, 560, 760, 1010 oder hier, wie wir sehen, mit dem Gewicht hier versehen mit 1150 Kilo oder hier vorne mit einer Frontelektrolik oder wieder hier Standard. Ich denke mal, wir nehmen mal hier mit Frontelektrolik. Reifenhersteller haben wir jetzt hier in Trelleborg. Da haben wir, drehen wir den mal so her, dass wir besser sehen können, hier jetzt den Standardreifen drauf, dann hier mit Radgewicht, dann Breitreifen. Breitreifen mit Radgewicht. Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne. Dann haben wir die Pflegebereifung, dann Zwillingspflegebereifung. Dann haben wir als nächstes hier Michelin. Dann haben wir hier Standard mit Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten und vorne, wie wir sehen. Und dann wieder Standard. Also Pflegebereifung gibt es jetzt, wie ich gesehen habe, nur bei Trelleborg. Dann haben wir hier Midas-Bereifung mit Radgewichte, ohne Radgewichte, mit Breitreifen, wie wir sehen. Dann hier mit die Radgewichte. Dann Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, und dann wieder Standard. Dann haben wir als nächstes hier die Kommunalbereifung. So, dann denke ich mal, dann gehen wir hier mal auf die Hauptfarbe her. Da können wir uns auch gleich Kommunal hier also nehmen. Dann können wir hier mal Felgenfarbe. Könnte man beispielsweise hier, nein, irgendwie zu edel aus für Kommunal, finde ich. Dann würde ich mal sagen, hier diese Farbe. Dann hatten wir hier noch das GPS. Ja, das können wir, das finde ich cool, mal wirklich, muss ich wirklich sagen. Also das färbt sich hier unten schon mit ein. Dann können wir hier oben die Designfarbe hier auch beispielsweise anpassen. Beispiel hier so her. Oder hier in diesem Matt so her. Und das sieht dann natürlich, finde ich, besser aus. Ja, dann haben wir als nächstes hier vorne noch ein Schutzgitter. Und dann hier ein 100 Jahre Aufkleber hier an der Seite. Dann hier Frontlader. Konsole, wie wir sehen. Dann als nächstes hier Motorisierung kannst du ändern. Da jetzt zum Beispiel hier den 6175R jetzt haben, dann können wir hier den 6195R mit 243 PS, entsprechend hier 179 kW. Ich denke mal, wir kaufen den einmal so und ihn noch ein bisschen uns anders da gestalten. So, und als nächstes hier haben wir hier den 6215R, haben wir hier 259 PS, entsprechend hier 190 kW. Und dann sind wir hier wieder beim Anfang angelangt. Da schauen wir jetzt hier, woher, dass wir ein paar andere Sachen hier uns nehmen. Dann gehen wir hier, woher. Dann können wir mal hier die Zwillingsbereifung mal uns anschauen. Dann haben wir hier Michelin. Gehen wir jetzt her, nehmen wir uns hier einen Matten. Felgenfarbe, ja, nehmen wir mal Chrom. Das GPS kann man ja von mir aus lassen. Das sieht eigentlich auch so aus. Oder wir nehmen es hier auch in Chrom hier oben. Wirkt auch edel. So würde ich mal sagen. So. Dann nehmen wir hier Midas-Bereifung. Ja, das sieht man jetzt hier. Haben wir hier die Radgewichte jetzt hier in den so, wie weiß wirkt das eher. Ist aber schon komisch. Wir gehen mal her, nehmen mal andere Felgenfarbe, jetzt in Schwarz. Wirken aber wirklich wie weiß, komischerweise. Ja, dann gehen wir mal hier her. So. Natürlich besser aus. Jetzt haben wir den
drei Varianten gekauft. Ja, dann nehmen wir, denke ich mal, als erstes hier den hier. Da können wir jetzt hier hinten ein Fenster aufmachen. Und die Türen sollten eigentlich auch gehen. Und müssen wir mal gucken. Ja, mit der mittleren Maustaste hier. So, ja. Da haben wir schon mal einiges jetzt hier gemacht. So, einfach das eine hier vorne mal wieder aus. Da hatten wir uns einen Drecker. Haben wir jetzt die Füße hier animiert. Zeus-Deck hier, wie man sieht, von außen her mal nicht. Die Jube rund um Leuchten haben wir. Fahren wir jetzt mal so rüber. Dann müssen wir hier vorne, ja, haben wir. Fangen wir mal gleich hier vorne mal an. Also in den Steckdosen hier alles vorhanden. Sieht man auch hier schick die Animation natürlich. Ja. Vorne haben wir es mal ein Typenschild gesehen. So. Und weil das auch hier mit den Attachern ein bisschen weit oben so her. Hat hier, wie es ausschaut, eine Dachluke, da werden wir noch mal hinten reinschauen, mal schauen, was wir da machen können. Oder es halt nur Richtung, kann ja auch sein. Als Aufgang ist es bei mir nicht. Hier hinten, wie man sehen, passt ja auch alles. Da hier mit dem Etager wieder vor. Dann gehen wir jetzt so ran. So. Und da so der. Sieht auch ganz gut aus. Jetzt hier natürlich unseren Frontlader mal auch testen. Na, was ist jetzt los? Frage den nicht. Muss man halt nochmal ran. Dann klappt das ja auch mit dem Nachbar, würde ich mal sagen. Das glaube ich, bräuchte ich den größeren Frontlader. Das ist der kleine, da kaufen wir uns jetzt den großen. Weil meistens eigentlich passen sie, was man hat eigentlich so her. Jo, dann schauen wir mal. Also nehmen wir hier den großen hier dazu. So. Ja, irgendwie ist das hier vorne irgendwie ein bisschen breiter. Okay, habe jetzt den größeren genommen. Wir könnten ja nochmal hergehen. Da gibt es noch einen von, also der Marke John Deere hier vom Spiel. Dann schauen wir mal einfach, ob der geht. Also, probieren geht ja über Studieren, heißt so schön. Ja, das ist jetzt der. Okay. Man sollte dann den hier nehmen. Das machen wir gleich hier unser Test mit den Achsen. Aber meistens nehmen den eigentlich immer von Stollen normalerweise. Was war auch dran, aber hier. Also wenn man hier sieht jetzt der, ja, mit also der Frontlader. Woher hat er hier eigentlich kein Achsspiel so her. Irgendwie. Wenn wir dann auch, würde ich jetzt dann gleich dann testen, ob der das hier mit dem anderen auch kann oder nicht kann.
So, tappen wir jetzt in den rein. Der Glitchy Farmer, hab ich glaube ich schon gesagt. Ja. Gucken wir uns mal hier an. Da können wir mal gleich, ob die Achsen hier. Da sieht man schon jetzt die hier ein bisschen, aber nicht viel. Das sind die Spiele, glaube ich, hat er. Ja, ein klein bisschen, wie man ja sieht, aber nicht viel. Aber immerhin besser als mit gar nichts. So, dann werden wir jetzt dahergehen, uns den jetzt mal von hinten gleich anschauen. Wir machen jetzt erstmal hier unser Lichttest natürlich. So, jetzt von hier innen drin. So, her. Schalten wir mal aus. So, ich schalte mal ein. Tür auf, also Innenraumbeleuchtung hat er keine, ne? Hinten ist das habe ich auch schon aufgemacht. So, so mal Blinker, haben wir hier die Kontrolllampe. Dann jetzt der hier Arbeitsscheinwerfer, schauen wir mal hier Kontrolllampe mir angehen. Nein, das ist ein Licht. So, dann gehen wir hier wieder in die Außenansicht dran. Als halt die Rundumleuchte von hier ein, ja, jetzt schon wirklich rein hier. Blinker. Funktioniert. Also so großen Schein macht es dann nicht, wie wir sehen. Ja, und jetzt der hier Arbeitsplatz mit vorne mit Nummer 5 und hinten mit Nummer 6. Ja, seitlich könnte der Lichtkegel weiter rausgehen, weil wir haben hier hinten an der Seite ein, da müsste der ein bisschen weiter vorgehen können. Und zwar ist ja, finde ich, mal ganz perfekt. So, jetzt gehen wir wieder ins Tageslicht. So. Dann werden wir hier vorne noch hier den Attacher hier testen. Sieht man jetzt den hier so her. Ja, das Kabel leider geht hier durch irgendwie, wie man sieht. Ich denke mal, die gehen nach hinten. Ja, man sieht jetzt hier hinten die Kabel ja gekommen. Oder wohin, keine Ahnung, wie es geht, aber wir gehen hier rein. Jetzt aber den Tag von innen drin an. Also Blinker wird ja immer noch laufen. Keiner sagt was. Da wird alles animiert. Hier der Hebel links, der ist auch animiert. Für die Fahrtrichtung. Drehzahlmesser, das hier auch. Kommen wir nochmal nach oben. Da haben wir ja Look hier, aber das können wir leider nicht öffnen. Wie ich gesehen habe. Wir können jetzt nur also mit der eine Maustasten hinten hier auf und zu machen. Nur mit der mittleren Maustaste können wir hier die auf und zu machen. Aber ich finde, das ist schon mal viel. Auch dafür, dass er für Konsole ist, muss man dazu auch noch sagen. Was man hier eigentlich dann doch eigentlich bekommt zu werden. So, das ist jetzt hier der mit der Mittagsbereifung. So anders, anders ist er nicht, nur das jetzt vom Ausschauen her. Ja, ich finde jedenfalls, der Mod ist schon soweit, das echt cool gemacht. Wir schauen jetzt einfach hier mal die Lok an, sonst wird das Video was ich wie lang. So, dann sehen wir jetzt hier ist fehlerfrei.
Ja, da habe ich mal durchgeschaut, mal was für Reifen der hat und so weiter. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du wieder reinschaust. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz.